Ich bin in Mitte. Ich bin hier in Mitte zwischen euch. Die Jungen wollen ein Selfie mit ihm. Von den Erwachsenen hätten wohl die meisten keine Ahnung, wer das ist. Lionel Böttge, YouTuber aus Basel. Weißt du, Wilhelm Tell gesehen? Er hat so einen Apfel von seinem Sohn seinen Kopf abgeschlagen. Wo wird Bündnerfleisch hergestellt? Mit was wird Göschene und Airolo in Verbindung gebracht? Wer ist das? Vor rund einem Jahr hat Lionel angefangen, regelmäßig Videos mit Straßenumfragen zu produzieren und hat damit Erfolg. Sein Lieblingsgebiet: Fragen zum Schweizer Allgemeinwissen. Ein Beispiel wäre, nach welchem Kanton ist unser Land benannt? Weil es sind die drei Urkantone. Ich glaube, das ist auch machbar. Und was ist der Unterschied zwischen Bundesrat und Nationalrat? Das ist schon ein bisschen heavier. Aber 99% der Fragen, die ich bis jetzt gestellt habe, finde ich, sind machbar. Und los geht die Suche nach den ersten Freiwilligen. Kein Deutsch, sondern? Kein Deutsch, sondern schönen Tag. Okay. Meist aber wickelt Lionel die Leute recht schnell um den Finger. Wer seine Videos kennt, so wie dieser junge Mann, macht mit. Was sagst du denn zu dem Klischee, muskulös, aber nicht viel im Kopf? Jo, es geht. Trifft das zu auf dich? Auf mich? Nein. Nein? Nein. Also, das sehen wir jetzt gerade. Darum habe ich ja die Quizfrage vorbereitet. Nach welchem Kanton ist unser Land benannt? Kanton Schweiz nehme ich jetzt mal an, oder? Sensationell. Ob man gut abschneidet oder nicht, ist für die meisten zweitrangig. Ich glaube, so viel Humor und Selbstironie sollte man dann auch besitzen, dass man über das auch lachen kann, lachen soll. Weil ich bin mir nicht sicher, ob er mich jetzt wirklich fängt oder ob ich einigermaßen korrekt antworte. Lionel Böttge hat sein Rezept inzwischen perfektioniert. Seine populärsten Videos werden über 100.000 Mal angeschaut. Was ist der Unterschied zwischen einem Bundesrat und einem Nationalrat? Der Bundesrat wird von der Nationalrat gewählt und der Bundesrat hat mehr Macht und sind noch 7. Die scheiß Gymnasiasten ruinieren mir das Video! Dabei ging Lionel selbst ans Gymnasium und hat inzwischen die Matur. Er macht keinen Hehl daraus. Er sucht in erster Linie Leute, die die Antworten eben nicht wissen. Je weniger, desto besser. Ich meine, das wollen ja die Leute auch sehen. Oder jemand, der die Antworten weiss, ist nicht interessant. Und das ist mir bewusst. Das heisst, ich versuche halt die auszusuchen, die vielversprechend aussehen. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie so einen bestimmten, ganz genauen Typ, weil alle Leute sehen verschieden aus. Dürfen wir euch drei schnell schnappen? Habt ihr 5 Minuten? Ja. Schnappen, schnabulieren und schnappen. Komm zurück, bitte. Du hast die besten Fingernägel. Dem Macher von Ask Switzerland geht es aber nicht nur um Klamauk und Schadenfreude. Er spricht auf seinem Kanal auch über politische Themen. Zum Beispiel diskutiert er im Bundeshaus in Bern mit drei Jungpolitikern über ein mögliches Burka-Verbot. Gemäss einer Schätzung vom Bundesrat aus dem Jahr 2010 tragen 100 Frauen in der Schweiz eine Burka. Also ihr macht euch da schon sehr Mühe für 100 Personen. Es hat nicht ganz so viele Klicks gemacht wie andere Videos, das muss man auch sich eingestehen. Aber bei den Leuten, die es geschaut haben, ist es sehr, sehr gut angekommen. Und für dich wäre es eigentlich wichtig, dass sich die Jungen mehr mit Politik befassen? Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich habe mich jetzt auch zum Beispiel hier im Kanton Basel-Stadt stark eingesetzt für die Initiative für ein Schulfach Politik. Die ist jetzt eingereicht worden. Da haben wir geschafft, die 3000 Unterschriften zusammenzubekommen. Wenn man halt meine Videos anschaut, dann merkt man, dass das nötig ist. Mit seinem YouTube-Kanal verdient Lionel Böttge dank Werbeeinnahmen sogar etwas Geld. Ungefähr einen Lehrlingslohn, wie er selbst sagt. Nun will er ein Wirtschaftsstudium in St. Gallen beginnen und hofft, dass er dann immer noch Zeit hat, um Videos zu produzieren.